Hallo miteinander. Ich habe ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und war am Anfang eigentlich recht begeistert, vor allem wenn man jetzt zum Beispiel in Deutsch Fragen stellt, wie schreibe eine zusammenhängende Geschichte, in der die Inhalte von Patrick Süskinds Parfüm und Goethes Faust vorkommen. Ja, da hat ChatGPT eine ganz nette Geschichte gebastelt. Und man kann dir durchaus was abgewöhnen. Wer will, kann ja das Video durchaus mal anhalten und durchlesen. Das wäre sie. Ja, dann bin ich noch ein bisschen weitergegangen und habe gesagt, kombiniere Max Frisch, Homo Faber und der Vorleser von Schlink sowie Benjamin Blümchen zu einer Geschichte. Auch dort kam meiner Meinung nach was durchaus Sinnvolles raus, wo die wesentlichen Elemente der Bücher vorkamen. So. Dann bin ich zu einem anderen Hobby gegangen, nämlich Fußball. Und dachte, okay, das muss ja ganz einfach sein, wenn ich jetzt einfach Fakten frage, wie zum Beispiel, wie wurde die WM 1974 gespielt? Und dann war ich aber schon erstaunt, dass es dort auch krasse Logikfehler gab. Beispielsweise, die KI sagt mir, es nahmen 16 Mannschaften teil. So, jetzt sagt man, es gibt eine Gruppenphase, jeder spielt gegen jeden und die ersten beiden Mannschaften kommen weiter, sprich bei vier Gruppen mal zwei wären das acht. Acht Mannschaften können jeweils 4 gegen 4 spielen, wären Viertelfinale. Das heißt, die Aussage, dass es dann ein Achtelfinale gibt, ist unmöglich. Meines Wissens wurde damals auch nochmal mit einer Zwischenrunde gespielt. Dann fand das Finale, wie viele vielleicht wissen, in München statt. Hier wurde aber einfach Frankfurt-Waldstadion. Da gab es ein Spiel gegen Polen meines Wissens, aber das Finale fand in München statt. Ja, okay, es wurde dann Deutscher Niederlande, das stimmt alles. Aber auch hier, Deutschland war der zweite WM-Titel, das stimmt. Aber Deutschland hat nicht diesen WM-Titel verteidigt. Denn 1970 wurde Brasilien Weltmeister. Deutschland wurde halt 2 Jahre davor Europameister. Okay, dann habe ich gedacht, gib ihm mal die WM 90 ein. Und hier findet man auch ähnliche Fehler. Zum Beispiel das Finale fand damals in Rom statt und nicht in Mailand. Das Spiel endete 1-0, aber in der regulären Spielzeit. Und was mich auch gewundert hat, die KI, weil ich vielleicht davor die WM 74 eingegeben hat, verknüpft es die KI, die WM 74 mit 90, weil 74 spielte Deutschland gegen die DDR. Das war dieses 1-0, wo sie verloren, wo Sparwasser das Tor schoss. Aber 1990 war die DDR nicht dabei. Vielleicht sind in diesem Text auch noch andere Fehler drin. Ihr könnt es ja ruhig mal in die Kommentare schreiben, das würde mich interessieren. Dann habe ich mal gefragt nach der WM 54. Da weiß ja jeder, man spricht davon vom Wunder von Bern. Hier schreibt man, das Finale fand am 4. Juli 1954, das weiß ich nicht genau. Ich denke mal, der 4. Juli wird passen, aber in Lausanne statt. Da wissen wir alle, das fand in Bern statt. Ja, da würde mich vielleicht auch interessieren, ob noch mehr Fehler hier drin sind. Vielleicht kann man mir das in die Kommentare schreiben. Was ich dann auch interessant fand, ich habe nach der WM 86 gefragt. Das Spiel endete 3-2, aber noch in der regulären Spielzeit. Hier steht dran in der Verlängerung. Und dann, ich glaube, dass tatsächlich das die erste WM war, wo das K.O.-System eingeführt wurde. Und dann steht aber noch, es war das erste WM-Turnier, bei dem das Spielfeldrand mit Kunstrasen ausgestattet war. Naja, mich hat das nur gewundert, weil ich davor die WM 94 gefragt habe und da war der identische Satz. Es war das erste WM-Turnier, bei dem das Spielfeldrand mit Kunstrasen ausgestattet war. Das hat durchaus in den USA Sinn gemacht, weil ich wusste, da ist Kunstrasen recht verbreitet. Und meine Theorie ist wahrscheinlich, weil es diesen Satzbaustein bei der WM 94 hat, verwendet es es auch bei 86. Könnte möglich sein. Was habt denn ihr für Erfahrungen mit KIs gemacht? Und findet ihr vielleicht noch irgendwelche anderen Fehler, wir können es ja durchaus reinschreiben. Auf jeden Fall finde ich es total spannend. Ich habe dann auch mit Mathematikfragen rumprobiert. Da kam aber oft viel Mist raus. Ja, wollte eigentlich nur sagen, weil ich es ganz spannend fand. Danke, bis bald.